Alter, was geht ab, Leute? Hunger hier. Event hat angefangen. Gestern Abend. Ich bin aber nicht mehr rausgegangen. Hab noch einen Glurak die Straße runter bei mir gefangen. Blende ich euch hier mal ein. Ansonsten bin ich sehr überrascht vom Event. Hätte nicht gedacht, dass der Bonus so krass wird. Es ist ungefähr gleich wie das Doppel-EP-Event, würde ich sagen. Aber das müssen wir uns nochmal genau anschauen. Aber auf jeden Fall ändert das krass meine Ziele, die ich mir fürs Event gesetzt hatte. Hatte ich am Ende des Videos gestern kurz angesprochen. Ich habe genau 23 Millionen. Das blende ich euch auch hier irgendwo noch online. Und ich dachte mir, okay, beim Event mache ich jetzt so 2 Millionen. Komme ich auf glatte 25 Millionen in den 7 Tagen. Aber mit dem Bonus, vor allem die Eier zum Beispiel, boah krass, das Fünffache. Mit Glück sei das Zehnfache. Also mit dem Bonus habe ich mir jetzt ein neues Ziel gesetzt und zwar 30 Millionen während dem Event. Das heißt, pro Tag 1 Million müsste machbar sein. Also das mein Ziel für das Event und vielleicht noch folgige Candies sammeln und keine Ahnung, was gibt es sonst noch so. Vulcano vielleicht. Auf jeden Fall sowas und Labgas vielleicht ein paar noch abstauben. Ein Tornupto will ich eigentlich sehen und fangen natürlich. Habe ich noch nie im Wild gesehen. Das waren so meine Ziele während des Events, fürs Event. Schreibt unten in die Kommentare, was eure Ziele so sind, was ihr während des Events machen und erreichen wollt. Und natürlich, wie ihr das findet. Ich finde es ziemlich krass. Und jetzt gehe ich zum Schloss, 1 Million EP farmen. So, Schloss angekommen. Ein paar Minuten zu früh ist noch keiner da. Ich habe hier meine Wasserflasche. Wie ihr wisst, ohne Tasche. Das ist der Trick dahinter. Damit, falls ich die irgendwann austrinke, was heute auf jeden Fall passieren wird, weil wir werden jetzt hier 9 bis 10 Stunden farmen. Dann ist die leer und dann kann ich die einfach wegschmeißen, muss keine Tasche unnötig rumschleppen. Auf jeden Fall Schloss angekommen, noch keiner da, Module nicht an. Checken wir mal die Lage, drehen ein paar Stops, ein paar Items sammeln. Bin eigentlich nicht vorbereitet, um jetzt 7 Tage durchzufarmen, itemmäßig. Aber schauen wir mal. Eier habe ich auch gestartet, zeige ich euch gleich. Da die echt saftig sind, 5-mal mehr EP. Mit Glück sei das Zehnfache, was halt echt krank ist. Aber da ich gerade beobachtet werde, sehen wir uns später. So, die anderen sind angekommen. Die Module gehen gleich los. Glückseier zünde ich dann auch. Heute verbrauchen wir, glaube ich, 18, 9 Stunden, 18 Glückseier. Schauen wir uns erstmal die Eier an. Habe ich in der S-Bahn gestartet. Bereits 1,5. Mal 10, das ist echt krass. Schauen wir mal, ob wir die heute noch brüten. Wahrscheinlich schon, wenn wir so lange zocken. Und dann einfach EP sammeln. Auf geht's. Okay. So, es geht los. Glücksein Nummer 1. Rein damit. Los geht's. Schauen wir mal. Erster Wurf mit einer Hand. Also Great müsste schon drin sein. Curve leider nicht. Oh mein Gott, was war das für ein Wurf? Sorry Leute, echt enttäuschend. Okay, der Wurf war echt schlecht. Vor allem das Sechsfache jetzt verpasst. Mein Gott. Wer ist der? So, habe mich entschlossen, ein paar Runden zu drehen. Klicker nebenbei wieder angemacht. Zusätzlich. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber wir haben hier einen Gast, der mich besucht. Schauen wir mal, ob wir den später noch vor die Kamera bekommen. Aber ansonsten, EP-Farm läuft. 50.000 die halbe Stunde. Das heißt, noch ein langer Tag, aber was muss, das muss. Ein Trattini, entdeckt vom Kollegen hier, Bombard. Der auch gerade ein 100% Shigi gebrütet hat. Ich habe auch gerade ein Shigi gebrütet, aber der war. Wo? Ich habe den gar nicht gecheckt. Vielleicht war der auch 100%. Schauen wir mal.
Apropos 100%. Ich habe Julian herausgefordert. Er hat geantwortet, er hat die Herausforderung angenommen. Aber wir haben noch keine Ahnung, wie wir das machen werden. Aber lasst euch überraschen. Oh mein Gott, ich habe das noch nicht gefangen. Zu viel gelabert hier. So. Great. Kurze Eispause. Sonst ist echt zu hart. Welche nimmst du? Ich? Oder ich? Ja, einer von uns. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe mir noch was Wichtiges zu essen. Ja, das bräuchte ich eigentlich auch noch. Blutspinne oder? Machen wir doch das alles mal zuerst. Ich weiß nicht, ob ich von hier was will. Eher nicht. Was nimmst du dir für ein Eis? Magnum White. Edel. Gönn mir heute. Oder kann ich? Danke. Welches größer? So. Kleines Update. Auch nicht. So, jetzt aber. Kleines Update. Eis gegessen, was ihr nicht gesehen habt. Wir sind dann auch noch richtig essen gegangen. Haben uns was geholt. Dementsprechend kleine Pause eingelegt. Die müssen natürlich nachgeholt werden, aufgeholt werden. Der Kollege ist abgehauen. Musste gehen. Ist auch ein bisschen jünger, ein bisschen unerfahrener. Und auch nur zu Besuch hier. Für alle, die es nicht erkannt haben. Für alle, die es erkannt haben, wer das war, schreibt es unten in die Kommentare. Wir werden den morgen wahrscheinlich mehr sehen und vor die Kamera bekommen, ins Video irgendwie mit integrieren. Ansonsten, Moment, Kapodot-Check. HP, was? Ah, okay. War gar nicht so schlecht. Ah. So. EPs. Fehlen uns noch 330.000. Ist machbar. Sind 3,5 Stunden oder so circa, also nicht die Welt. Schauen wir mal. Fangen wir noch ein paar Feuer-Pokémon hier. Sind ein bisschen hartnäckig. Kosten Bälle. Bälle gehen langsam ans Limit. Ich habe nicht mehr so viele. Mal schauen. Morgen in Pasing. Da bin ich übrigens morgen. Also, falls ihr das Video seht, dann heißt es für euch heute natürlich, bin ich in Pasing. Viele Module, viele Stops. Hoffentlich kann ich da meine Bälle auffarmen, aufstocken, anstatt dass ich immer weniger habe. Wir werden es morgen sehen. Oh, ja. Ein Turtok aus dem Modul. Schon ein Highlight für ein Modul. Den habe ich schon. Das ist mein zweiter. Aus Modul? Ja. Schlechter Wurf, eine Hand. Ach, schauen wir mal. Exzellent. Und? Oh mein Gott, Turtok. Exzellent, Mann. So, diesmal ist er drin geblieben. Blastoise. Und leider auch direkt verschicken. Aber war cool, bisschen Action auf jeden Fall. Wir gehen jetzt die große Runde. 7 Module wurden gezündet. Schauen wir mal, wie viel wir jetzt noch schaffen in diesem Abend. Echt saftig. Es kam gerade Dragonier und Ratini gleichzeitig aus dem Lokmodul. Und hier auch noch Bibor mit gelber Berge gefangen. Hey, was will man mehr? Jetzt drehen wir noch ein paar Runden, sammeln ein paar EPs und dann müssten die Eier auch noch schlüpfen. Moment, ich zeige euch mal die Eier kurz. Und Carpator ist da hier auch noch. Eier 7,9, 2,1 noch. Müsste machbar sein. Saftig. Labgas aus dem Modul. Wir haben heute noch drüber geredet. Oh mein Gott, wie setzt mich mal? Schaut die Mengenmasse an. Ah, schade. Und ich habe nicht mehr viele Hyperbälle. Boah, zum Glück ist er drin geblieben. Saftig. Echt coole Spawns heute.
IV-Check. Ah, schlechtes. So Leute, die 10er sind soweit. 6 Stück glaube ich. So, das war's. Die Eier seht ihr erst in der nächsten Folge morgen, weil heute doch echt viel passiert ist. Nicht nur gefarmt, auch recht coole Spawns abgegriffen, also echt überraschend. Ein Turtok, ein Labgas, 3 Dratinis, ein Dragonier. Dragonier und Dratini waren sogar gleichzeitig an den Modulen. Also echt nicht schlecht. EP-mäßig haben wir jetzt 24,1 Millionen. Ich mache immer noch am Abend oder in der Früh eine Entwicklungssession, damit ich Platz im Beutel habe. Weil ich bin echt am Limit, 999 habe ich immer. Und also Ziel erreicht, coole Spawns abgegriffen. Mit ein paar Freunden gechillt. Gelungener Tag, würde ich sagen. Heute, wie gesagt, in Parsing. Schaut vorbei, wenn ihr wollt. 1 Million muss ich heute wieder schaffen. Und heute auch vielleicht mehr mit dem Gast, dem anderen YouTuber. Für alle, die es wissen, wer das ist, unten in die Kommentare schreiben. Und schreibt unten in die Kommentare, wie euer erster Tag so war beim Event, was ihr gemacht habt, ob er erfolgreich für euch war. Und ansonsten war's das. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht Pokémon und CS Business.